Ja, Hugo, ich weiß noch nicht genau, wo wir hinkommen, aber wir suchen ja immer noch den Lehrling, beziehungsweise eigentlich den. Laurentius Mühle, wir sind Genau, fast da. Laurentius. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. So, vorsichtig heißt aber auch schleichen, Leute. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind nein, hier und hier nein, sind nein, auch welche. Die Fackel, zur Fackel rüber. Schnell. Lauf! Hallo! Oh nein, oh nein. Wieso? Ja gut, die können in dem Blut nicht laufen. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Welche Fackel? Welche Fackel? Ja, aber hier kann ich ja, Es ne? läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. So, die meinen dann bestimmt die linke Fackel. Oh, hier sind sie und hier sind auch welche. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Na los, gehen wir. Okay. Okay, ich denke mal, oh nein! ja, dass hier Wenn auch ihr es wieder lasst, welche dann kommen durchbrechen. wir raus! Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Wir brauchen Feuer! Wir müssen hier raus! Die Fackel! Die sind schnell, weg beeil hinter dich! uns! Komm schon, schneller! Geschafft. Komm, ich hebe dich hoch. Oh. Na gut. Fackel. Das war knapp. Fackel. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Mein Gott. Ach, das sind Sind sie Schweine. wirklich Oh. alle tot? Sie wurden abgeschlachtet, wahrscheinlich von der Inquisition. Überrollen die mich jetzt, wenn ich da versuche durchzulaufen? Ich glaube, mir wird schlecht. Lauf! Okay. Die Frage ist jetzt nur, dass ich hier was anbrennen kann. Das ist mir schon klar. Aber wo muss ich hin? Ich denke mal, oder muss ich das Ding hier links irgendwie anzünden oder so? Ich komme doch hier nicht dran vorbei, oder? Gehen wir. Ja. Nee, komme ich nicht dran vorbei. Also ich denke, da muss ich wohl da hinten den Weg hochgehen oder so. Ja, da hinten ist was zum Anzünden. Okay. Los, nochmal. Weg von mir, ihr räudigen Viecher. Ich fühle mich wie Indiana Jones mit der Peitsche. So, da hinten ist noch was zum Anzünden. Nehmen wir das. Komm, Hugo. Wir müssen nur durch das ganze Blut durch. Ich glaube, das wird uns jetzt gerade das Leben kosten. Scheiße. Komm schneller, Hugo. Wir müssen. Komm, komm, komm. Oh mein Gott. Das war jetzt wirklich knapp.
schieben wir. Nein, nein, nicht schieben. Nein, 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 nein. Ich wollte da hinten die Dokumente erstmal holen. So, jetzt dürfte ich schieben. So. Komm und hilf mir. Natürlich. Komm schon. Fast geschafft. Amicia. Warum haben Sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Der ist so schwer. Ich nicht reden. Schieben. Okay. Geschafft. Ein Pferd. Wir haben es geschafft. Hallo, Laurentius. Sch, Hugo. Aber... Was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Hallo. Hallo, du süßes Pferd. Oh, hallo. Oh, du lebst ja. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Tut mir leid deiner Freunde. Der redet mit dem Schwein. Ach so, ich dachte, du meint das Pferd. Mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden, wo wir was klauen können. Ich mache mir ja nichts drunter vor, es ist ja still. Vielleicht ist da unten ein Muck. Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist. Wie schön. Nein, ich habe schon genug Salpeter. Ich habe keine Ahnung, wofür der gut ist. Nee, das war das Schwein, was ich jetzt gerade gesehen habe, oder? Das war das Schwein, okay. Ich dachte gerade, da läuft einer. So, hier, doch, da. Du bist doch kein Huhn, oder? Doch, du bist ein Huhn. Du sahst gerade nur so komisch aus irgendwie. So, hallo, ist jemand zu Hause? Verschlossen. Mist. Wir müssen da irgendwie rein. Versuch's nochmal. Ja, das war dumm, ich weiß. Haben wir irgendwo ein offenes Fenster vielleicht? Pferd, kannst du uns ein Fenster auftreten? Moment, es gibt, glaube ich, eine Hintertür. Die vermutlich auch verschlossen ist, weil hier das Fenster nämlich ist. Verschlossen. Ich wusste es. Kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Das war jetzt diesmal schnell. Gut. Ja, lassen wir einfach mal die Tür offen. Es ist ja kein Problem. Komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Hallo? Hallo? Haben Sie zu viel gesoffen und liegen jetzt irgendwo bewusstlos im Keller? Oh, da komme ich wieder zum Anfang. Ach so, da ist der oben. Oh. Das wird erklären, warum ich ihn so laut gehört habe. Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten... ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe!
Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition hier. Jedoch, sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Ja, das klappt ja wunderbar. Oh nein. Mit dem Mitkommen. Da kann ich nichts von gebrauchen. Okay, da auch nicht. Was? Oh nein. Ich nehme da einen Weg, sie abzulegen. Oh nein. Ach, jetzt verstehe ich auch, warum wir das Fleisch runterwerfen können. Okay. Lass das mal alles getrost hier. Gute Idee. Aber ja. Sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schau mal. Los. Auf eine Laterne. Da. Ja, komm. So. Ach, tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Wo müssen wir hin, Leute? Seid ihr raus? Hey, ihr könnt mich doch nicht einfach so alleine lassen. Hugo, was habe ich dir gesagt? Nicht mit den Schweinen spielen. Die sehen ganz schön schwer aus. Verfaulter Weizen. War sicher für die Schweine gedacht. Ja, und jetzt? Ach, da ist er. Ah, okay. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Ja, keine Ahnung. Das solltest du mir jetzt eigentlich sagen. Also, ich finde hier nichts zum Runterschießen. Da hinten ist Feuer, das hier. Aber kein Fressen oder so. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Achso, ich muss ziehen. Sag das doch. Anbissen, Schweinchen. Lecker Futter. Naja. Eigentlich... Mir gefällt die Richtung irgendwie nicht, in die es gerade geht. So ist es gut. Und gut kaum, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Ja, dann sperr ab. Hallo? Du sollst absperren. So soll ich das jetzt doch übernehmen hier. Ach so. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo. Hör zu. Schmoll ruhig. Aber bleib in meiner Nähe. Ah, was haben wir denn da? Was haben wir denn da?
die Ratten sind gerade jetzt nicht mehr wichtig, ne? Ich muss euch mal eben ein paar Sachen klauen. Komm, hoch mit dir. So, und jetzt? Ah, das Licht. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Weil ich jetzt ein Schwein opfern muss. Hallo? Macht er das auch mal? Nein, Amicia, was machst du da? Wieso ist da unten jetzt wieder was Neues drin? Hallo? Mach auch was. Tut mir leid, Hugo. Hör auf! Doch noch! Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo. Lauf, Junge. Es gab keinen anderen Weg. Du weißt, wo wir hin müssen. Ich nicht. Dann gehe ich halt alleine und runter. Ich könnte mich entlang. Mal. In Ordnung. So, nu, jetzt stehe ich hier. Na toll. Kommt, hier rüber. Wohin? Armes Schweinchen. Hugo, los, spring rein. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Hallo? Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Bist du viel zu jung für Alkohol? Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, das Levita Extractum Sic. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf, eine alchemische Vereinigung. Das hast du schlau festgestellt. Dieser Ofen. Einfach Alchemie. Lukas, so einen nennt man Athanor, glaube ich. Warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und wird er sterben? Ich tue, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern. So, sieht aus, als hätten sie eine Schwefel? Ganze Weile hier verbracht. Ja, und wo ist das Zeug jetzt, was du brauchst, Junge? Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Ignifa, du kannst jetzt Ignifa... Nee, Ignifa herstellen. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Okay. Was ist das? Entzündet Glut. Mein Gott, das ist aber sehr teuer. Nicht, dass ich da mal aus Versehen drauf komme. Ja, und nun? Ich kann es herstellen. Ja, ich habe es verstanden. Soll ich eins herstellen? Das ist aber so teuer. Zum Herstellen A gedrückt halten. So, es ist... Oh, Ratten! Oh nein! Boah. Nein! Wir sitzen fest! Nein! Das Ignifa, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Okay. Wow. Oh, es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Okay. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Naja, ich weiß nicht. Es kommt drauf an, wo die Ratten hinwollen. Ratten! Zurück! Das Ignifa! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Und nun? Können wir wieder hoch, oder? Kletter hoch.
Wo ist der Typ jetzt hin? Junge, leg mal einen Zahn zu. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Okay, dafür muss ich aber erstmal welches herstellen. Oh, du solltest nicht ausweichen. Aber ich musste gerade ausweichen, weil hier irgendwie eine kleine, mini kleine Monsterfliege drin war. Ja, ihr Schweine, ihr Ratten, folgt ihr mir. Habt Angst vor ja, mir. Gewiss. Ha, ich bin die Königin Los, der Flammen. Komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein, Amicia, die Ratten! Die Lichter sind aus. Nein, nein! Meister! Lukas, warte! Die Destillierfälle! Vorsicht! Tu doch was! Wir müssen weg, jetzt! Meister! Hey, halt! Wir brauchen dich! Seht, das Pferd! Wir müssen hier weg! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas! Wohin führt er uns? Zum Fluss! So viele habe ich aber doch. Doch, so viele habe ich noch. Ja, Moment. Ich muss erstmal Neues machen. Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los. Amicia, die Windmühle steht fast in Flammen. Nein. Da. Nein. Mist. Wieso kann ich da nicht drauf zielen? Ach so, mit der Schleuder, okay. Warte, 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 es kommt gleich runter. Lauf! Nein, nein, nein! Lauf! Es passiert schon wieder! Lauft schneller!